Willkommen bei Schlesien-Journal. Von der Geschichte eines Ortes zeugen nicht nur seine Bauten oder Denkmäler, sondern auch die Friedhöfe. Einige sind gepflegt, andere wiederum vernachlässigt oder sogar verfallen. Wir haben den evangelischen Friedhof in Bielitz-Biala in der Woiwodschaft Schlesien besucht, der die evangelische Geschichte der Stadt widerspiegelt. Der Lokalhistoriker Lukas Giertler vom DFK Bielitz-Biala nimmt uns mit auf eine Reise in die Vergangenheit. Der Habsburger Herrscher Josef II. Hat im Jahr 1782 ein Toleranzpatent unterzeichnet, das den Protestanten in seinem Herrschaftsgebiet dieselben Rechte zusicherte wie den Katholiken. Daraufhin wurde in Bielitz die evangelische Gemeinde gegründet. Das historische Viertel rundherum des Gemeindehauses wird bis heute Bielitzer Zion genannt. 1832 padł pomysł utworzenia nowej nekropolii z uwagi na epidemię cholery, która była w mieście. I z tego tytułu wydano wtedy zarządzenie, które zabraniało chować kolejne osoby na terenie miast. Wobec tego utworzono nowy cmentarz komunalny, który znajdował się w parku, dzisiejszym Parku Słowackiego, wcześniej Schießhauspark. Natomiast ewangelicy stwierdzili, że to jest strasznie daleko i to pewne niedogodności tworzy zimą. Wobec czego postanowili utworzyć swoją nekropolię. I to Nekropolie utworzyli na terenie Bielskiego Syjonu w 1833. Der alte Friedhof in Bielitz ist bis heute erhalten geblieben. Obwohl es in Bielitz-Biala auch andere gut erhaltene Friedhöfe gibt, ist jener im Bielitzer Zion aus vielen Gründen etwas ganz Besonderes. Ten cmentarz jest wyjątkowy, ponieważ od 1953 roku, czyli od ostatniego pochówku, jest totalnie nieczynny i stanowi on swoistą enklawę zieleni w centrum miasta. Hier liegen zahlreiche bedeutende Bielitzer Persönlichkeiten begraben. Fabrikanten, Politiker und viele andere, die zum Aufschwung der Stadt beigetragen haben. To, co się działo, wszystko zawdzięczamy osobom, które tutaj spoczywają. Co prawda część to już jest historia, ale niektóre dzieła ich funkcjonują do dnia dzisiejszego. Ein Beispiel dafür sind die Brüder Albert und Erich Sennewald. Deren Bürsten- und Pinselfabrik Gebrüder Sennewald von 1876 bis heute in Betrieb ist. Der Grabstein der Brüder wurde im September 2022 von den aktuellen Besitzern der Fabrik restauriert. Aktualnie jest to fabryka Befa Szczot. Jest to fabryka, która produkowała już właściwie w XIX wieku jeden z najlepszych szczotek i pędzli, co było także widoczne chociażby w postaci Witkacego, który w dwudziestoleciu międzywojennym potrafił pisać listy do swoich przyjaciół, gdzie zachwalał niesamowite szczotki produkcji braci Sennewald z Białej właściwie, bo to jest na terenie Białej. I także Karl Sennewald swego czasu był burmistrzem Bielska. Von rund 60.000 Menschen, die während der Kriegsjahre in Bielitz wohnten, blieben bis zum Einmarsch der Roten Armee nur noch 10.000 in der Stadt. Die Protestanten wurden als Doppeldeutsche eingestuft, da sie nicht nur deutscher Abstammung waren, sondern sich auch zu dem deutschen Glauben bekannten. Repressionen und Deportationen in Nachkriegsarbeitslager, beispielsweise ins Lager Zgoda in Świętochłowice, waren die Folge. Po 1945 roku, jeżeli chodzi o cmentarz, on był dalej jeszcze czynny, do 1953 roku, jak wspomniałem, czyli 8 lat po wojnie. Natomiast no, troszeczkę ten czas jest owiany tajemnicą, ponieważ jeżeli jakiekolwiek pochówki tutaj występowały, to były to tak zwane ciche pochówki, żeby nie zwracać na siebie uwagę. Rodziny się bały represji, które mogą ich spotkać. 1946 mussten im Rahmen der Entgermanisierung der Stadt sämtliche deutsche Inschriften aus dem Stadtbild entfernt werden. Dies bezog sich auch auf die Grabsteine auf den Friedhöfen. Doch die evangelisch-lutheranische Gemeinde in Bielitz zögerte damit recht lange. Es wurde Mörtel benutzt. Einige Grabsteine wurden nur mit der deutschen Inschrift der Erde entgegen umgeworfen. Jeżeli tak spojrzymy sobie na historię regionalną, to bielskie cmentarze nie ucierpiały aż tak mocno jak na przykład cmentarz cieszyński, gdzie w 100% praktycznie się pozbyto tych inskrypcji. Bardzo dużo tych tekstów, mimo wszystko zachowane do dnia dzisiejszego. Niewątpliwie największą stratą są te teksty, które zostały skute. Ich jednak nie ma aż tak dużo wbrew pozorom. Także tak naprawdę bardzo dużo jest takich grobowców, takich inskrypcji, epitafiów, które jesteśmy w stanie odzyskać, tudzież się zachowały do dnia dzisiejszego z uwagi na to, że no, bielskie społeczeństwo nie było też jakoś skore do zamazywania tych śladów. Seit dieser Zeit war der Friedhof fast 50 Jahre lang geschlossen. Als in den 1990er Jahren das Gestrüpp mühsam entfernt wurde, waren geöffnete Gräber zu sehen. Vandalen hatten einige Grabsteine zerstört.
Lukas Gärtler engagiert sich mit anderen Freiwilligen für die Erhaltung der Ordnung auf dem Friedhof. Die regelmäßig organisierten Putzaktionen und die Möglichkeit, sich den Friedhof anzusehen, veränderten die Einstellung der Bewohner von Bielitz-Biała zu der deutschen evangelischen Begräbnisstätte. Z czasem też członkowie mniejszości niemieckiej zaczęli się włączać w tą akcję, tak jak ja między innymi. No i po kolei zaczęły się kolejne osoby tutaj sprowadzać i może się wydawać niektórym, że takie po prostu prace nie mają większego sensu, że mentalności ludzi nie zmienimy, ale to nie jest prawda, bo mnie minęło 5, może 10 lat, jak kolejne osoby zaczęły przychodzić z dziećmi, już nie było tekstu pod tytułem po co wy to robicie, niech Niemcy sami to robią. Nie, już było zupełnie odwrotnie, już było słuchaj córeczko, słuchaj synku, to są ludzie, którym zawdzięczasz szkołę, do której chodzisz, ten zawdzięczę, że to miasto wygląda, jak wygląda. Der alte evangelische Friedhof in Bielitz-Biała hat noch viele andere Geschichten zu bieten, die man am besten vor Ort bei einem Spaziergang erkunden kann. Der Friedhof ist normalerweise abgeschlossen, doch nach Absprache kann man ihn besuchen. Eine Führung in deutscher Sprache übernimmt gerne Lukas Giertler, der über den DFK Bielitz-Biała zu erreichen ist. Und nun die Infos im Schlesien-Journal. Am 23. Oktober besuchte Dietmar Nitan, Bundestagsabgeordneter der SPD und Koordinator der Bundesregierung für die deutsch-polnische zwischengesellschaftliche und grenznahe Zusammenarbeit, die Oppelner Region. Im Dokumentations- und Ausstellungszentrum der Deutschen in Polen hat er nicht nur die kürzlich eröffnete Ausstellung zur Geschichte der deutschen Minderheit besichtigt, sondern vor allem mit Vertretern eben jener Minderheit über die Kürzungen der wöchentlichen Unterrichtsstunden in Deutsch als Minderheitensprache gesprochen. Wenn eine Regierung dann eine Minderheit, die einen großen Anteil am Erfolg des ganzen Landes hat, dafür bestraft, weil die polnische Regierung mit der deutschen Regierung unzufrieden ist, ist das nicht nur ungerecht. Es ist eine klare Diskriminierung von polnischen Staatsbürgerinnen und Staatsbürgern. Und es ist letztlich eine Politik, die die Grundlage des dynamischen Erfolgs dieser Region infrage stellt. Nitan betonte auch, dass er sich bereits vor den Kürzungen des Deutschunterrichts in Polen für ein größeres polnisches Angebot in Deutschland eingesetzt habe. Ich möchte weder, dass die deutsche Minderheit zur Geisel genommen wird, wenn wir Ärger in den Regierungen haben, noch möchte ich, dass die Polonia in Deutschland in Haftung genommen wird. Und deshalb setze ich mich trotz der Kürzungen bei der deutschen Minderheit dafür ein, dass wir diese Verbesserungen im Haushalt für die Polonia erreichen. Aber das Klima, das zu schaffen, ist einseitig von der polnischen Regierung sehr stark verschlechtert worden. Ob der Bundestag angesichts der Kürzungen in Polen nun für mehr Mittel für den Polnischunterricht in Deutschland stimmen wird, sei nicht sicher, so Nitan. Neben Gesprächen mit Vertretern des Verbandes Deutscher Gesellschaften traf sich Dietmar Nitan auch mit Deutschlehrern aus der Region sowie den Mitarbeitern des Hauses der deutsch-polnischen Zusammenarbeit. Bereits zum 27. Mal organisierte das Haus der deutsch-polnischen Zusammenarbeit Ende Oktober das Schlesien-Seminar. Diesmal stand es unter dem Motto Jugend in Aktion, denn das Jahr 2022 wurde von der Europäischen Kommission zum Europäischen Jahr der Jugend erklärt. Außerdem feiert der Bund der Jugend der deutschen Minderheit in diesem Jahr seinen 30. Geburtstag. Bei dem diesjährigen Schlesien-Seminar kamen also Experten zu Wort, die aus wissenschaftlicher Perspektive auf die Jugend und ihr Engagement blicken. Wir wollten, dass das Seminar sehr praktisch wird. Das heißt, wir haben Good Practice-Beispiele mitgebracht. Wir haben aktive Menschen in der Minderheit eingeladen, damit sie uns sagen, was gut funktioniert, was nicht so gut funktioniert, damit die Jugendlichen gewonnen werden für das soziale oder politische Engagement. Beispiele gab es auch aus dem Ausland. Vertreter der deutschen Minderheiten aus Tschechien, Rumänien und der Ukraine zeigten, wie ihre Jugendverbände arbeiten. Trotz des Krieges in ihrem Land sind auch die Jugendlichen der deutschen Minderheit in der Ukraine weiterhin aktiv. Die Menschen leben weiter in dieser Situation und die Jugend auch bleibt und lebt und führt weiter Projekte. Aber diese Projekte sind ein bisschen verändert. Zum Beispiel viele Projekte bleiben wie Sprachen lernen in polnischen Organisationen, in deutschen Organisationen online.
aber und dazu auch unterstützen unter Partner aus Deutschland, aus Polen auch, und die Projekte auch zusammen für Kinder bleiben online, wissenschaftliche einige Projekte. Das Schlesien-Seminar fand wie immer auf Schloss Großstein statt und wurde finanziert aus Mitteln des Bundesinnenministeriums über den Verband der Deutschen Sozialkulturellen Gesellschaften in Polen. Am Samstag, den 22. Oktober, hat die Deutsche Sozialkulturelle Gesellschaft in Waldenburg ihren 65. Geburtstag gefeiert. Freunde, Partnerinstitutionen und Vertreter der Stadtverwaltungen von Bad Salzbrunn und Waldenburg feierten gemeinsam in dem 1860 erbauten Theater von Bad Salzbrunn. Die Deutsche Sozialkulturelle Gesellschaft in Waldenburg wurde am 4. Mai 1957 ins Gerichtsregister eingetragen. Gleichzeitig fand im Saal des Bad Salzbrunner Theaters das grenzüberschreitende Chortreffen Beati Cantoris statt. Dieses veranstalteten die Deutschen in Waldenburg bereits zum 19. Mal. Das war's bei Schlesien-Journal für heute. Uns gibt es wieder in einer Woche. Bis dahin, tschüss und auf Wiedersehen.